Hallo, mein Name ist Kiam und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Baptiste Guide. Im Baptiste kann man sich sehr frei auf der Map bewegen, viel heilen, den Schaden seiner Teammates verstärken und diese sogar unsterblich machen. In diesem Guide geht es darum, wie man seine Fähigkeiten am besten nutzt, um damit ganze Kämpfe fürs eigene Team zu entscheiden. Kurz zu mir, ich bin Support Main und habe es vor kurzem mit vor allem Baptiste, Zenyatta und Ana in die Top 10 Support-Spieler Europas geschafft. Außerdem streame ich regelmäßig auf Twitch. Schaut dort gerne mal vorbei, der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Aber jetzt weiter mit dem Guide. Schauen wir uns zunächst mal seine Waffe, den Biotikwerfer, etwas genauer an. Dieser hat zwei Feuermodi. Zum einen verschießt er Salven von 3 Hitscan-Schüssen mit jeweils 25 Schaden. Allerdings haben diese Damage Falloff, das heißt, dass bei einer Distanz ab 25 Metern der Schaden immer geringer wird, bis er bei 45 Metern nur noch bei der Hälfte ist. Das sollte man unbedingt beachten, falls man auf ein Ziel in großer Distanz schießen möchte. Außerdem hat sein Linksklick einen Rückstoß. Diesen zu kontrollieren sollte zu den Grundfähigkeiten eines jeden Baptiste-Spielers gehören. Dafür solltet ihr testen, wie stark ihr euer Fadenkreuz nach unten ziehen müsst, um euer Ziel akkurat tracken zu können und das dann üben. Mit dem Rechtsklick kann man Heal-Granaten abschießen, welche in einem 3 Meter Radius alle Teammates um 50 Leben heilen. Macht euch unbedingt den Radius der Granaten zunutze, wenn es darum geht, Teammates zu heilen, welche gerade schwer zu treffen sind, weil sie zum Beispiel gerade in der Luft sind. So ist es hier deutlich leichter für mich, meine Granaten an den Turm zu schießen, um den Genji zu heilen, anstatt zu versuchen, ihn direkt zu treffen. Beide Feuermodi lassen sich durch einen Animation Cancel kombinieren und so kann man Schaden austeilen, ohne etwas in seine Heilung einbüßen zu müssen. In der Praxis lässt sich das am besten anwenden, wenn man gerade einen Teammate heilen möchte, der sich in der Nähe eines gegnerischen Schildes befindet. Die Schüsse beschädigen das Schild, während die Heal-Granaten daran abprallen und die Teammates in der Umgebung heilen. Baptiste hat durch seine Sprungdüsen eine sehr große Mobilität. Diese kann einerseits genutzt werden, um auf höher gelegene Positionen zu kommen und andererseits um gegnerischen Angriffen auszuweichen. So sollte man diese zum Beispiel immer benutzen, wenn man gegen Helden wie Pharah oder Junkrat spielt, da man so schwieriger zu treffen ist bzw. man direkt getroffen werden muss und nicht nur der Boden daneben. Aber aufgepasst, für Hitscan-Helden wie Widowmaker oder Soldier machen die hohen Sprünge es deutlich einfacher einzutreffen, da man sein Movement, während man in der Luft ist, nur minimal verändern kann und man sich so sehr vorhersehbar bewegt. Man kann den Superjump aber auch gut benutzen, um gegnerische Fähigkeiten nutzlos zu machen. Als Beispiel, wenn die Gegner einen Winston haben, solltet ihr unbedingt eure Sprungdüsen aufladen, bevor ihr euch anspringt, damit ihr dann auf einen Highgon springen könnt und der Winston euch nicht folgen kann. Man kann mit den Sprungdüsen sogar im reiner Chatter ausweichen, um dann das eigene Team mit seinem Lebenserhaltungsfeld zu retten. Da man so leicht auf Highgrounds kommt, kann man sehr frei zwischen Lowground und Highground variieren, je nachdem, was in der Situation gerade besser ist. Der regenerative Schub heilt Baptiste und seine Teammates in einem Umfeld von 10 Metern 5 Sekunden lang um 30 Leben pro Sekunde. Bei der Benutzung sollte man sich bewusst sein, dass es Baptistes einzige Möglichkeit ist, sich selbst zu heilen. Wenn man also weiß, dass die Gegner Flanker wie Tracer oder Echo haben oder der zweite Heiler gerade tot ist, sollte man den Schub für sich selbst aufsparen. Außerdem muss man beachten, dass dieser nur Teammates heilt, die sich im direkten Sichtfeld befinden. Das heißt, dass Teammates, welche hinter gegnerischen Schilden sind, nicht vom Heileffekt profitieren können. Allerdings wird ein Teammate, wenn er bei der Aktivierung in Reichweite war, im Gegensatz zu Lucius Heilaura noch 5 Sekunden lang weiter geheilt, unabhängig von seiner Position. Das kann man sich zunutze machen, indem man den Schub benutzt, direkt bevor ein Kampf beginnt und sich das Team auf der Map verteilt. Mit dem Lebenserhaltungsfeld kann man verhindern, dass die Leben von Teammates, die sich im 6,5 Meter Radius befinden, unter 20% fallen. Im Gegensatz zum regenerativen Schub wirkt das Feld auch durch Schilde der Gegner hindurch. Auch die Drohne selber wird von Schilden nicht aufgehalten. Außerdem hat die Drohne genau dieselbe Flugbahn wie die Heal-Granaten. Das kann man sich zunutze machen, wenn man auf eine größere Entfernung sein Feld platzieren will, indem man mit einer Heal-Granate erst austestet, wo das Feld landen wird. Da es mit 25 Sekunden einen sehr langen Cooldown hat, sollte man es nur einsetzen, wenn man damit auch wirklich ein Teammate retten kann. Man sollte probieren, das Feld möglichst reaktiv zu benutzen, also erst, wenn ein Teammate auf ca. 20% seiner Leben ist, um die größte Wirkung zu erzielen. Eine Sache gilt allerdings immer, man sollte versuchen, das Feld möglichst außerhalb der Sichtweite der Gegner zu positionieren, da das Feld selber nur 200 Leben hat und deswegen von den Gegnern relativ schnell zerstört werden kann. Außerdem kann man seine Teammates dazu auffordern, das Feld mit Schilden oder sogar ihrem Körper zu beschützen, da diese ja zumindest solange das Feld noch aktiv ist, unsterblich sind. Wenn man sich selber mit dem Feld retten muss, sollte man beachten, dass Helden wie Doomfist oder Lucio einen aus dem Wirkungsbereich herausbuchen können.
Deswegen sollte man gegen solche Helden versuchen, in der Nähe einer Ecke oder zumindest einer Wand zu spielen, um dies zu verhindern. Außerdem muss man beachten, dass Helden, die Splash-Damage machen, wie Pharah, gleichzeitig das Feld und einen selber treffen können. Um das zu verhindern, kann man sich am äußeren Rand des Feldes positionieren. Passt dabei nur auf, dass ihr nicht aus Versehen rausgebubt werdet oder sogar rausläuft. Sobald es einmal aufgebaut ist, kann das Feld auch von Zomba gehackt werden. Während es sich aber noch in der Luft befindet oder in der Aufbauanimation nicht. Das kann man sich zu Nutzen machen, indem man es vor einem gegnerischen EMP an eine Wand oder in die Luft wirft. Kommen wir nun zu Baptistes Ultimate, die Verstärkungsmatrix, welche den Schaden und die Heilung von allen Projektilen des eigenen Teams verdoppelt. Man kann also die Matrix auch defensiv benutzen, um seine eigene Heilung zu verstärken und so die Teammates zu retten, die sonst gestorben wären. Meistens ist es aber am besten, die Matrix für den verstärkten Schaden zu nutzen. Hierbei ist die Platzierung allerdings sehr entscheidend. Je nach Comp gilt es abzuwägen, ob die Matrix eher fürs eigene Team oder fürs gegnerische Team platziert werden sollte. Letzteres hat den Vorteil, dass auch Teammates, die auf etwas abgelegeneren Positionen spielen, davon profitieren können. Gerade in Kombination mit einer eigenen Graph oder vor Choke Points, also engen Toren, Türen etc. ist dies sehr stark. Die Matrix lässt sich aber auch benutzen, um Gegner zu zonen, also von einem bestimmten Ort zu vertreiben, um diese Position selber einnehmen zu können. Des Weiteren sollte man wissen, dass die Matrix, wenn sie auf der Payload platziert wird, sich mit der Payload mitbewegt. Ein kleiner Tipp noch gegen Orisa: Versucht eure Matrix, gerade wenn ihr im Angriff seid, erst beim zweiten Schild der gegnerischen Orisa zu benutzen, da diese so ihren Cooldown noch nicht wieder bereit hat und ihr so eine größere Chance habt, sie oder einen anderen Gegner zu töten. Das war's auch schon wieder mit dem Guide. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und eine Bewertung da. Falls noch Fragen offen geblieben sind, stell sie mir gerne in meinem nächsten Stream oder auf meinem Discord. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.